Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Banished. Ja, viele Leute haben dieses Spiel wie immer gefeiert, viele Leute haben mir gesagt, dass ich ein totaler Kackboon bin und dieser totale Kackboon wird jetzt trotzdem weiterspielen. Ich weiß, dass ich ja, Leute beschweren sich zurzeit über meinen Spielstil gerne, weil ich mache ja alles so falsch und sie machen alles richtig und ich werde gleich darüber reden. Was ich da nämlich sagen möchte ist, Leute, ich kann mich mit diesen ganzen Spielen nicht so sehr beschäftigen wie ihr. Denn neben diesen Spielen habe ich auch noch andere Projekte am Laufen, mit denen ich mich genauso sehr beschäftigen muss. Und, wichtig, Achtung, ich muss auch nebenher Videos machen und arbeiten gehen. Und natürlich werden jetzt manche sagen, ja, ich gehe auch arbeiten, ich gehe auch zur Schule, bla bla bla. Aber der Unterschied ist, ich muss die Videos rendern, ich muss die Videos dann hochladen und freischalten und darf nicht zu viel im Voraus produzieren, weil sonst beschweren sich auch wieder Leute. So, wenn ich allerdings nicht zu viel voraus produzieren darf, gleichzeitig allerdings das ganze Spiel lernen soll und auf eure Kommentare eingehen soll, gibt es einen kleinen Konflikt, denn ich kann nicht alles auf einmal machen. Dieses Spiel habe ich halt jetzt schlicht und ergreifend, während dass andere Leute halt innerhalb von einer Woche irgendwie 8, 9, 10.000 Stunden spielen, keine Ahnung. Ich habe jetzt 6 Stunden insgesamt, ich habe gerade nachgeguckt, deswegen war das Spiel pausiert. Ich habe jetzt 6 Stunden in Steam dieses Spiel gespielt. Und wenn ich dieses Spiel 6 Stunden erst gespielt habe, wie soll ich denn da hier ein Superprofi sein? Natürlich gebt ihr mir Tipps. Aber der beste Tipp bringt auch nichts. Ich muss es hier alles umsetzen. Und ihr müsst immer wissen, Tipps sind folgendermaßen. Ihr schreibt etwas. Ich muss erstmal verstehen, was ihr da schreibt. Denn jeder hat so seine eigene Ausdrucksweise. Und ich kann nicht immer nachfragen. Zumindest nicht rechtzeitig nachfragen. Dann, wenn ihr das geschrieben habt, muss ich das Ganze nicht nur verstehen, sondern auch anwenden können. Das sind mehrere Schritte dazwischen. Zwischen dem Tipp geben, den ihr im Kopf habt und dem Ausführen hier in dem Spiel. Und dementsprechend, dann ist da auch noch ein Zeitfaktor, weil ich nicht einfach schlicht und ergreifend nicht jedes Kommentar vor einer Aufnahme nochmal durchlesen kann. Ist einfach zu viel Arbeit. Ich muss hier mal wieder meine Fenster richtig richten. So, jetzt steht alles richtig. Und dementsprechend schlicht und ergreifend tut es mir leid, wenn ich nicht immer perfekt spiele in diesen Spielen. Das liegt halt einfach daran, dass ich nicht perfekt in diesen Spielen bin. Und ja, es haben mir Leute geschrieben, das ist nicht normal, dass es im ersten Winter Leute sterben. Das kann ja sein, wenn man dieses Spiel kann. Aber in der zweiten Stadt, und wenn ihr die zweite Stadt aufgebaut habt und das Spiel so gut beherrscht habt, habt ihr entweder die erste Stadt länger gespielt als ich. Ihr habt übrigens die erste Stadt mit mir erlebt. Ich habe die mit euch gemeinsam gebaut. Oder ihr habt halt einfach einen Finger dafür. Aber das ist halt nicht immer bei jedem so. Und ja, ich bitte jetzt nicht darum, dass ihr hier gar keine Kommentare mehr schreibt. Ihr dürft auch gerne mich kritisieren. Aber bitte behaltet das im Kopf und verfallt nicht in ein totales Geflame, okay? Also ich meine, es gibt halt auch Grenzen. Bisher ist es jetzt nicht extremst geworden, aber es gibt manche Kommentare, die neigen manchmal dazu, oder auch private Nachrichten, die neigen manchmal dazu, wo man sich fragt, ich mache das Ganze ja auch für euch, ne? Aber wie dem auch sei, es gibt ja viele, viele tolle Kommentare und wahrscheinlich fühlen sich gerade diejenigen angesprochen, die mir eigentlich recht gute Kommentare schreiben. Da gibt es einige Beispiele. Ich würde jetzt gerne Namen nennen eigentlich, aber wenn ich Namen nenne, vergesse ich einen und der ist dann ans Bein gepisst, weil ich ihn vergessen habe. Darauf habe ich auch keine Lust, deswegen nenne ich jetzt einfach keinen Namen. Aber diejenigen, die wissen, dass sie tolle Kommentare, die wissen es eigentlich, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben wollen, weil diejenigen, die tolle Kommentare schreiben, im Regelfall von mir auch öfters Antworten bekommen. Das heißt nicht, dass wenn ich euch keine Antwort gebe, ihr schlechte Kommentare schreibt. Es gibt halt auch Kommentare, auf die man einfach nicht antworten kann. Aber wenn ihr zum Beispiel oder eure Kommentare auch in Videos berücksichtige, daran merkt man es ja eigentlich auch, dass es ein gutes Kommentar war, ja. Beispielsweise Wolf310 schreibt immer gute Kommentare zu Prison Architect. Und ich versuche ja zumindest, auch wenn er selbst letztens geschrieben hat, dass es ein bisschen frustrierend ist, dass ich irgendwie die nie berücksichtige. Tut mir leid, aber das sind halt die gleichen Dinge. Es ist halt einfach wahnsinnig schwer, alle Tipps immer gleich zu berücksichtigen in diesen Spielen. Trotzdem gebe ich mein Bestes. Ich hoffe, das ist für euch okay. Jetzt machen wir mal langsam und gucken mal, was hier so abgeht. Mich hat einer darauf hingewiesen, das hier stört total euch, glaube ich. Das mache ich, wenn ich nervös bin. Es tut mir leid, aber wenn ich so ein bisschen nervöser bin oder ungeduldig bin, dann mache ich das. Ich versuche jetzt meine Hände weg vom Mausrad zu lassen. Es tut mir sehr leid. So. 16 Beeren,
16 Mushrooms, Herbs, was auch immer Herbs sind. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Wir haben eigentlich einen ziemlich guten Vorrat an Sachen, auch wenn er noch nicht so groß ist, aber es ist ja auch erst Frühling, die bauen ja jetzt erst an. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier auch mal hier noch Leute dazu. Ja, was? Das wollte ich gerade sagen, jetzt mache ich da Leute dazu und du beschwerst dich, oder was? Wo machen wir, Leute? In den Steinbruch gehen sie halt sehr schnell drauf, habe ich gehört. Das wäre natürlich dann schlecht, die da gleich reinzuschicken, die neuen, oder? Wie viel haben wir? Zwei haben wir übrig. Nee, halt, das ist ein Baum. Nee, ich bin doof. Tut mir leid, vergesst es. Ach und ja, ganz viele haben mir gesagt, ja, ich kann hier ja Statistiken anmachen. Die soll ich mal öfters einblenden. Ich lasse die jetzt einfach mal hier drin. Ich glaube, die stören da gar nicht. Hier haben wir das Ganze noch in Text, aber ich finde das Texting nicht so schön. Karte brauchen wir auch nicht. Das hier ist vielleicht ganz nützlich, jetzt mal zu sehen, wie viele freie Leute wir haben. Wir sollen eigentlich auch mal welche freilassen, damit die die Sachen rumtragen. Können wir eigentlich mal lassen. Lassen wir mal den einen frei hier. Wir haben 28 Menschen in unserem Dorf. Cool. Sehr cool. Ja, dieses Spiel ist immer noch wahnsinnig schön. Ich werde die ganze Zeit im TS zugelabert, mit was für tolle Erfolge die Leute nach 200.000 Jahren, die sie da in dem Spiel verbracht haben. Das Current Season and Number of Years the Town has existed. 12. Okay, ja, ich bin gar nicht mal so schlecht, finde ich. 12 Jahre, habe ich gehört, ist gar nicht mal das Leichteste. Naja, je nachdem, wie schnell mal auch eine Stadt wächst. Ich bin bestimmt nicht so gut wie ihr, ich weiß, aber wir haben ja gerade drüber gesprochen, ne? Es muss ja nicht immer so gut sein. Außerdem sagen sehr viele Leute, dass dieses Spiel wahnsinnig schwer ist. Und das glaube ich aufs Wort, weil, ja, ich meine, ich habe ja noch den normalen Anfang genommen. Wenn man den harten Anfang nimmt, ohne Seeds und so, wow. Aber natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, das Spiel gut durchzumachen. Sonst wäre das Spiel auch nicht gut bei Lars. Müsst ihr immer denken, natürlich ist hart auch schaffbar. Wäre hart so schwer, dass es fast unschaffbar wäre, wäre es nicht hart, sondern einfach... ja, unschaffbar und das wäre ja langweilig, das wäre ja kein gutes Gameplay. 28 Erwachsene und 8 Kinder, jetzt verstehe ich das Ding erst. Okay, ich bin dumm. Das heißt aber wahrscheinlich, wir brauchen bald wieder neue Häuser, oder? Wir haben aber kaum Holz. Wo geht denn unser ganzes Holz hin? In diese Baugrube da drüben? Geht da so viel rein? Und Holz. Wow, du bist echt nicht gerade glücklich. Könntest. Danke. Danke, danke, danke. Ah ja, da kommt Holz allmählich. Unser Woodcutter muss natürlich auch ein bisschen Holz machen. Und unsere Jäger sollten mal jagen gehen. Amount of stored clothes. So, drei Jäger haben wir. Mir wurde auch geschrieben, am besten hier noch eine Forestry hinbauen und die nur pflanzen lassen und nicht fällen lassen. Dann würde das hier auch was helfen. Das machen wir vielleicht nachher auch noch, aber jetzt erstmal nicht. Kann man nicht anklicken, schade. Und denkt, dass auch diese Aufnahme nicht direkt erst nach dem Release der letzten Aufnahme gemacht wurde. Also diese Aufnahme nehme ich auf, bevor die letzte Aufnahme, die ich vorproduziert habe, rauskommt. Damit ich eben Video-Content habe, welches ich euch zeigen kann. Also wenn ihr in der letzten oder vorletzten Videos den Kommentar geschrieben habt, kann es sehr, sehr, sehr gut sein, dass ich die noch nicht mal gelesen habe. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, weil ich die noch nicht mehr freigeschaltet habe. Ja, hier arbeiten halt keine Leute, okay, aber das müssen wir halt nach und nach gucken. Wir könnten nochmal gucken. Assigned to Jobs, okay, wir haben immer noch nur einen normalen, den lassen wir dann auch erstmal. Eben wegen diesem Rumtragen. Aber ich lasse dieses Fenster nicht da, das ist mir zu groß. Das hier kann man da lassen, aber das da drüben ist mir zu groß. Ja, wir kriegen wieder gut Holz. Zumindest zum Teil. Und auch gut Firewood. Dementsprechend sollten wir uns demnächst mal wieder um ein Holzhaus kümmern. Es baut auch Stein? Mann. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, macht das einen Unterschied, wenn ich die nah aneinander baue oder nicht so? Mir wurde geschrieben, nicht so nah aneinander bauen wegen Feuer. Aber macht das von der Glücklichkeit her so einen Unterschied? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ob wir glücklicher sind, wenn die nah aneinander wohnen oder weiter weg, also so. Ich meine, in Wirklichkeit würde es ja einen Unterschied machen, ob ihr jetzt nah aneinander auf jemanden wohnt oder nicht, ist ja wirklich,
Das ist ja für euch auch ein Unterschied, oder? Je nachdem, ob ihr den Cam mögt oder nicht. Boah, das braucht auch so viel Stein. Das braucht alles so viel Stein. Wir müssen da eigentlich jemanden reinschicken. Aber der geht halt definitiv drauf. Aber jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Kind mehr. Ja, genau. Dann lassen wir mal einen drin arbeiten, einen so. Ich sehe ja eigentlich hier, wie viele Adults ich mehr kriege, weil ich habe ja hier die Kinder, wenn die weniger werden und bei den Erwachsenen einer mehr, weiß ich ja, was passiert ist. Ist ja Logik. Logik. Hehe. Mann, 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 wir haben schon wieder gar kein Holz, ey. Ist echt heftig. Das Holz, das geht wirklich schnell leer. Ich nehme übrigens wieder ein bisschen mehr am Stück auf und schneide das wieder. Ich hoffe, das ist für euch recht. Ich kann ja mal erzählen, was ich so die Tage gemacht habe. Nämlich habe ich mich beim GameStar-Netzwerk beworben. Keine Ahnung, ob bis das Ding hier raus ist, ich inzwischen schon... Ich habe das bestimmt irgendwo schon mal erzählt dann. Aber ich hoffe noch immer auf eine Antwort. Aktuell haben sie noch nichts gesendet. Ich würde mir wahnsinnig sehr wünschen, dass sie mich natürlich annehmen. Sonst hätte ich mich ja nicht beworben. Ich habe mich übrigens nur bei ihnen beworben. Weil, keine Ahnung, so ein Netzwerk ist eine richtig, richtig... Wenn man es so sieht, viele Leute nehmen das auch auf die leichte Schulter. Ich finde, ein Netzwerk ist eine wahnsinnig wichtige und vor allen Dingen auch sehr, ja, tragende Entscheidung, die ihr da fällt. Also wenn ihr sagt, ich gehe jetzt in ein Netzwerk rein, dann verpflichtet ihr euch ja teilweise bis zu einem Jahr für dieses Netzwerk. Und wenn ihr als YouTuber das wirklich ernsthaft durchzieht, dann ist das schon eine Verpflichtung, die ihr da eingeht, die gut überlegt sein muss. Deswegen bewerbe ich mich nur bei einem. Und wenn das da nicht klappt, dann bei dem nächsten und mach das langsam und bewusst und überleg mir genau, bei wem ich mich bewerbe. Also ich schicke da auch immer extrem, also ich schreibe da immer neue Sachen. Ich schreibe dir nicht eine Standard-Mail. So. Ja, weil, wie gesagt, Netzwerke. Ich weiß, dass mich TNG schon mehrmals eingeladen hat inzwischen. Ist auch total lieb von denen, aber wie gesagt, amerikanisches Netzwerk. Ich möchte halt erstmal gucken, was die anderen so bieten. Die sind nicht aus meinem Kopf raus. Und TNG ist sicherlich kein schlechtes Netzwerk, das will ich gar nicht sagen. Nur aktuell möchte ich halt erstmal gucken, ob es vielleicht doch ein anderes Netzwerk im deutschsprachigen Raum gibt, dem ich beitreten kann. Wäre ja auch was. Jetzt gucken wir mal. Ich finde immer noch die Musik so wahnsinnig toll. Aber die Bauarbeiter bauen hier jetzt gerade nicht. Woran bauen die denn? Oder haben die einfach steht da gerade nicht das Holz? Aber die würden sich doch sofort Holz schnappen, wenn da welches drauf ist. Habe ich noch einen Bauauftrag gegeben, den ich vergessen habe? Weil es schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe, muss ich dazu sagen. Die Mine ist noch nicht gebaut, ne? Ich scroll mal ein bisschen raus hier. Schauen uns mal um. Nee, die Mine ist noch nicht gebaut. Ich habe keine Ahnung. Ist da drüben noch was am Bauen? Nee, ne? Nee. Ja, Holz fällen sie ganz gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. 9 Loks haben wir. Ich weiß jetzt, das ist wahrscheinlich nicht sehr viel. Das klingt zumindest nicht nach viel. Ach, diese Körbe können wahrscheinlich diesen Gatherer da hier. Oder? Die heißt noch Gatherer, ja, genau. Ich wollte sie gerade Harvester nennen. Egal. Und es liegen bereits 5 Leute hier drauf. Auf dem Friedhof. Okay. Heißt, der kann auch irgendwann voll werden. Ist ja logisch. Ist ja auch gut so. Soll ja nur, kann ja ruhig so sein. Kann ja eigentlich wieder abreißen. Wahrscheinlich mit hier. Moment. Cancel Removal. Nee. Da. Remove Structures. Damit würden wir ihn wahrscheinlich abreißen können. Aber das will ich ja gar nicht. Und du arbeitest dich hier fleißig zu Tode oder was? Na gut, allein bringt die halt echt nicht viel. Also die bringt halt echt wenig Stein. Aber Hauptsache kontinuierlich ein bisschen Stein, damit wir mit der Zeit hier aufstocken können. Es muss ja nicht alles sofort perfekt funktionieren. Es muss nur langsam anlaufen. Wir müssen halt dieses scheiß Haus hier fertig kriegen. Das ist halt wichtig aktuell. Ich frage mich immer noch, wo hier die Baumeister sind, was die gerade machen. Vielleicht schleppen die sich gerade mit Holz zu Tode. Das wäre natürlich möglich. Was hast du jetzt? Du hast wahrscheinlich auf deiner vollen Anzahl, ne? Ach, keine Materials. Oh, okay. Wir haben schon wieder so viel Feuer. Das ist alles Feuerholz hier. Oh.
frage mich auch, wie lange unser Essen reicht an sich. Weil ich kann man irgendwo sehen, wie viel Verbrauch die haben? Peps. Okay, keine Ahnung. Increased Priority. Ah, guck mal, da können wir Limits anschauen. Wir setzen das Food Limit mal auf 5000. Keine Ahnung, einfach nur, um eine schöne Zahl da zu haben. Nee, ich glaube, den Verbrauch an sich kann man nicht sehen. Kann das sein? Aber vielleicht kann man ihn nicht benutzerblöden zu finden. Das ist auch möglich. So. Wollt ihr das hier mal bauen? Eventuell. Wäre voll sexy. Haben halt echt keinen Stein. Das ist halt echt ein bisschen... Ne? Vielleicht brauchen die auch Stein für das Grundgerüst. Hier ist ja eigentlich Stein unten. Aber vielleicht deswegen, weil sie keinen Stein... für den Grundgerüst haben. Einen Moment kurz.